Herr Professor Dr. Christian Rainer Weißbach. Schön, dass Sie hier sind und über wertschätzende Gesprächsführung sprechen möchten mit mir. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und den Zuschauern von zielbild.de etwas erzählen möchten über wertschätzende Gesprächsführung. Mein Name ist Jürgen Felber. Ja, zu Ihrer Person. Sie haben ein Institut, das Institut für wertschätzende Unternehmensführung. Ja, das ist beheimatet hier in Frankfurt. Vielleicht sagen Sie da was dazu. Es gibt seitens der Unternehmen immer wieder das Problem, dass Führungskräfte auf eine Position berufen werden aufgrund ihres Sachverstands und ihres Sachkönnens, aber nicht aufgrund ihrer Fähigkeit, Menschen zu führen. Und wie man Menschen führt, und Gesprächsführung ist ja ein Teil der Menschenführung, müssen Führungskräfte oftmals erst nachträglich lernen, wenn sie schon auf der Position sind. Und was wir beobachten können, ist, dass wir mit Wertschätzung wesentlich eher eine Zielerreichung erreichen als mit jeder anderen Form zielorientierter Vorgaben. Interessanterweise sind viele Unternehmer so ungenau, dass sie Wertschätzung und Wertschöpfung gleichsetzen. Also unser Institut wird sehr oft als Institut für wertschöpfende Unternehmensführung betrachtet, weil es Unternehmern eben auf die Wertschöpfungskette ankommt. Und ich will aber gar nicht verhehlen, Wertschätzung ist auch eine Form von Wertschöpfung. Jetzt stellt sich mir die Frage aus verschiedenen Gesprächen. Ich gehe davon aus, dass Sie das bejahen werden. Trotzdem, ich möchte die Frage trotzdem mal stellen: Ist eine wertschätzende Gesprächsführung in einem normalerweise hierarchisch gegliederten Unternehmen überhaupt möglich? Zweifelsfrei beantworte ich mit Ja, sonst würde ich ja nicht ein Institut für wertschätzende Unternehmensführung gegründet haben. Der Hintergedanke ist, dass Wertschätzung nicht heißt, dass ich einem anderen immer recht gebe. Wir verwechseln sehr oft Wertschätzung mit der andere hat dann recht und ich mache, was der andere will. Wertschätzung heißt nur, ich nehme den anderen mit seinen Belangen, mit seinen Interessen, mit seinen Zielen, mit seinen Wünschen ernst. Ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen und ich erwarte, dass mein Gegenüber im Gegenzug auch bereit ist, sich mit meinen Interessen, meinen Wünschen und Zielen auseinanderzusetzen. Wie dann der weitere Gesprächsverlauf geht, ist bei einer echt partnerschaftlichen Gesprächsführung nicht vorherzusagen. Denn wenn ich schon das Ergebnis kenne, das rauskommen soll, bin ich nicht mehr wertschätzend. Also ich Wobei der sag's mal Manager, ja, der würde ja gerne bestimmte Dinge schon vorab. vorab, so hätte ich es gerne, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Und dann sagen Sie ihm jetzt, ja, lieber Herr Müller-Meyer, ja, wenn Sie wirklich wertschätzend umgehen möchten, dann können Sie sich im Vorfeld für sich Ziele setzen, aber ob das dann hinterher dann dabei genauso rauskommt, wie Sie sich das dann vorstellen, das müssen Sie dann schon offen lassen. Genauso, das muss ich dann offen lassen. Und es gibt Situationen, die müssen offen bleiben, weil ich erst im sich entwickelnden Gespräch herausfinden kann, wo sind denn überhaupt die Neigungen, die Interessen, die Ziele meines Mitarbeiters? Kann ich womöglich über andere Entscheidungen zu einer viel günstigeren Lösung kommen? Aber ich will gar nicht verhehlen, es gibt auch Bereiche in der Unternehmensführung, die sind nicht diskutierbar. Über Sicherheit kann ich nicht diskutieren. Da gibt es Vorschriften, die müssen einfach eingehalten werden. Dann sollte ich die aber auch nicht in einen Dialog packen, sondern das sind Vorschriften, die müssen eingehalten werden. Also ganz banal, wenn wir beide jetzt, Sie sind Mitarbeiter und in meinem Betrieb ist Arbeitsbeginn 8 Uhr. Und das ist so. Dann können wir darüber nicht diskutieren. Schade.
Sie haben die freie ja. Wahl, sich einen anderen Betrieb zu suchen. Ja, genau. Das wäre dann, da muss man auch, also wertschätzen heißt nicht, dass man keine Klarheit hat, sondern wertschätzend heißt eben, dass man in den Dingen, wo tatsächlich Möglichkeiten besteht, da auch entsprechend offen sein sollte, sonst wäre es keine wertschätzende Haltung. Ich bleibe mal bei diesem sehr banalen Beispiel des Arbeitsbeginns. Wenn Sie sich darauf einlassen und sagen, nö, trotzdem, der Betrieb reizt mich, ich will da mitarbeiten, ich beiß in den sauren Apfel, morgens um 8 anzufangen, steht es Ihnen jederzeit frei, für Ihr Interesse einer späteren Arbeitszeit, ich sage jetzt mal 9 Uhr, sich stark zu machen und gegebenenfalls in einem längeren Prozess sowohl die Kollegen als auch Ihren Vorgesetzten zu überzeugen, dass 9 Uhr gewinnbringender ist für das Gesamtunternehmen. Mhm. Dann werden wir das ändern und eines Tages haben Sie Ihre 9 Uhr erreicht und ich habe mich überzeugen lassen, dass wir tatsächlich mehr Gewinn erwirtschaften, wenn wir um 9 anfangen und dafür abends eine Stunde länger arbeiten. Also in dem Fall wäre es schon verhandelbar. Ja, aber der entscheidende Punkt ist, Sie können bis zu dem Punkt, da wir an der Arbeitszeit was ändern, nicht eigenmächtig mal später kommen. Ja, also das ist dann am Ende, muss dann auch eine Vereinbarung stehen, beziehungsweise so läuft es im Moment und das ist eben so. Und wenn Sie sozusagen, wenn der Mitarbeiter dann daran was ändern möchte, dann muss er dann entsprechende Gremien auch durchlaufen, sonst wäre er derjenige, der praktisch versucht, durch die Wand zu rennen. Jede Regel ist verhandelbar. Bis sie geändert ist, gilt sie. Und das ist etwas, was Mitarbeiter auch zwangsweise einsehen müssen. Eine Regel kann ich nicht eigenmächtig außer Kraft setzen. Nochmal, also um es nochmal aufzudröseln. Also ich beobachte in Unternehmen entweder eine so eine Art, ich will niemandem wehtun, oder eine Art, so wird's gemacht und nur so. Erläutern Sie gerade nochmal, Ihr Konzept, aber so wie Sie das Konzept, das Sie vertreten, ja, für Unternehmen. Sie sagen, das ist sogar wertschöpfend, ja, im Endeffekt. Sagen Sie gerade noch mal, charakterisieren Sie es gerade mal, weil da ist sehr viel Unsicherheit, habe ich den Eindruck. Einerseits, wie gesagt, der Kuschelmanager und dann die autoritären Manager. Und betrachten wir gleichzeitig noch die Seite aus Mitarbeitersicht, der Mitarbeiter möchte ganz gerne bestimmte Freiheiten. Die nimmt er sich aber einfach heraus. Und das ist ein Regelverstoß. Und ein Regelverstoß ist eine Verletzung des Arbeitsvertrages und muss entsprechend geahndet werden. Sonst tanzt der Mitarbeiter mir auf der Nase herum. Konkretes Beispiel, ein Unternehmen, für das ich lange Zeit gearbeitet habe, er hatte einheitliche Betriebskleidung für den Messebesuch auf der CeBIT. Und die Mitarbeiterin Hannelore X hat nun keine Lust, dieses Firmenkostüm zu tragen, weil sie findet, dass ihre Figur dabei unvorteilhaft zur Geltung kommt. Da steht ihr auch zu, das so zu empfinden. Was sie versäumt hat, war rechtzeitig, sie wusste Wochen, Monate vorher. So eine CeBIT ist ja nun mal alle 2 Jahre und man weiß, ich werde auf die CeBIT entsandt. Also das weiß man spätestens 3 Monate vorher. Am Tag vor dem Abflug nach Hannover spricht sie einen Chef an und sagt, Sie erwarten doch hoffentlich nicht, dass ich im Kostüm erscheine. Und mit diesem Satz hat sie
eigenmächtig versucht, das Zugeständnis ihres Chefs zwischen Tür und Angel am Tag vorm Abflug zu erreichen. Das war ein eklatantes Verstoßen gegen wertschätzende Regeln. Sie hat damit ihren Chef nicht ernst genommen. Also hier sagen Sie eben, sprechen Sie davon, dass der Mitarbeiter natürlich auch wertschätzend gegenüber seinem Chef und den Regeln sein muss, die ja bekannt sind. Und wenn wirklich was verändert werden soll vom Mitarbeiter her, wenn er sagt, ach, das ist aber, kann man das nicht anders machen, das macht vielleicht auch, macht Sinn aus diesen oder jenen Gründen, dann sollte der Mitarbeiter auch wertschätzend entsprechend gegenüber dem Chef sein und sagen, Moment mal, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr, können wir da nicht das anders regeln, genau, wegen diesem oder jenem Punkt. Und in dem Moment muss man den Mitarbeiter auch ernst nehmen. Womöglich kann man sich in 3 Monaten auf ein anderes pfiffiges Firmenoutfit einigen. Vielleicht wäre tatsächlich ein poppiges T-Shirt und eine Jeans passender gewesen bei diesem Produkt. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur man kann das nicht kurzfristig und im Alleingang. Und hier hat der wertschätzende Vorgesetzte zu der Mitarbeiterin gesagt, Sie scheinen aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, das Firmenkostüm für sich nicht zu akzeptieren. Oh ja! Und ich habe eine einheitliche Kleidung vorgesehen. Einerseits, andererseits, die Position der Mitarbeiterin steht... Das kann ich auch ernst nehmen. Ja, kann ich sagen, das ist Ihre Position. Sie meinen, dass Sie möchten das so und jetzt fühlen Sie sich vielleicht enttäuscht, wenn ich sage, gleichzeitig möchte ich, dass wir heute diese und jene Kleidung tragen. Sprechen Sie mich nochmal an für die Messe in 2 Jahren. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich billige der Mitarbeiterin durchaus zu, dass sie das Firmenkostüm widerwillig trägt. Das steht ihr zu. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass sie es auch noch mit Freuden trägt. Also von daher ist es auch eine Form des Respekts, als dieser Vorgesetzte es geschafft hat, zu sagen, Sie haben Gründe, die gegen das Tragen dieses Firmenkostüms sprechen. Sie mögen das nicht. Das kann ich respektieren. Das heißt ja nicht automatisch, und deswegen dürfen Sie morgen im Privatkostüm kommen. Das ist der... Das wäre die Kuschelführung. Konfliktscheu, und ich will mich ja nicht mit der Mitarbeiterin anlegen und die soll sich ja wohlfühlen, und das ist laissez-faire bis zum Anschlag. Und autoritär wäre, wenn er jetzt sagt, und ob ich das erwarte. Sie kennen die allgemeinen Vorschriften. Und wenn Sie sich nicht dran halten, kommen Sie morgen nicht mit. Damit nimmt er Sie nicht ernst. Ja, das wäre diese... Sie nimmt den, die Mitarbeiterin nimmt den Chef nicht ernst und der Chef nimmt dann die Mitarbeiterin nicht ernst. Also Schlagabtausch. Schlagabtausch, ja wunderbar. Da haben wir das schön griffig an dem Beispiel. Wobei das ja jetzt nicht zu Ende ist. Der Vorgesetzte hat ja nicht gesagt, das Firmenkostüm muss getragen werden, sondern er hat es erweitert und gesagt, Sie mögen das nicht tragen und ich lege Wert auf eine einheitliche Kleidung. Das war zwar eigentlich durchs Firmenkostüm vorgesehen. Wenn die Mitarbeiterin jetzt schlau ist, und das darf man in dem Job erwarten, kann sie durchaus sagen, okay, wenn ich also dafür sorge, dass wir morgen alle einheitlich gekleidet sind, können Sie sich dann damit arrangieren, dass wir alle das gleiche Hemd mit Firmenaufdruck und die gleiche Hose tragen, aber keine von uns Frauen einen Rock tragen muss. Er hat ja gesagt, einheitlicher Auftritt. Dann, so wie ich diesen Chef erlebt habe, hätte er wahrscheinlich gesagt, wenn Sie das sicherstellen können, auch bei den Mitarbeitern, die schon gestern vorausgeflogen sind, kann ich mich darauf einlassen. Ach so, nee, mit denen habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Und. Ja, das ja. Heißt, sie ist zu spät auf die Idee gekommen und die Verantwortung liegt bei ihr. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Sie kann nicht als Märtyrerin nach Hannover fahren und sagen, mein blöder Chef zwingt mich in dieses blöde Kostüm. Sondern sie kann eigentlich nur sagen,
wäre ich doch bloß früher auf die Idee gekommen, dann hätten wir uns alle ein pfiffiges T-Shirt bedruckt und die gleiche Jeans besorgt und dann hätte der Chef ja erlaubt. Mhm. Hauptsache einheitlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da gleich drauf eingehen soll, wenn jetzt... Jetzt in dem Fall klingt so, wir nehmen jetzt einfach den Fall, weil am konkreten Beispiel ist es immer am besten, anstatt in Theorien zu schweben, das ist meine Erfahrung. Die Mitarbeiterin, so denke ich, ist auch so ein Mitarbeiter ist auch häufig, hält dann auch häufig mit seiner Meinung zurück. Weil er vielleicht denkt eben so, ja, dass er eben womöglich, also dass er eben die auch, da gibt es eben von der Mitarbeiterseite auch, dass man den Konflikt scheut, ja, dass man auf den letzten Drücker und dann kommt, nee, aber sie denken ja nicht, dass ich jetzt dieses Kostüm anziehe. Also worauf ich hinaus will ist, also wenn wir jetzt dann tatsächlich in einem Unternehmen wertschätzend hantieren, dann kann ja sein, dass jetzt gerade dieser im Vorfeld dann die Idee aufkommt, eben viel eher dann die Idee schon im Vorfeld aufkommt, so will ich es formulieren, zu sagen, so jetzt machen wir diesmal was Pfiffiges und nicht diese Sache, die wir jetzt schon seit Jahren haben, diese Einheitsklamotten, sondern wir nehmen diesmal eine einheitlich andere Klamotten. Damit fallen wir auf, damit sind wir erfolgreicher. Und der Punkt, da, was ich jetzt ausdrücken möchte, ist eben, wenn ich wertschätzend bin, so verstehe ich die wertschätzende Kommunikation, dann kommen mehr Ideen auf, es kommen, ja, die Mitarbeiter und die Chefs und alle, eigentlich Mitarbeiter, ob Führungskraft oder nicht, können sich dann einbringen und dann würde man eben zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn ich entweder mich zurückhalte oder jemand anderen zurückhalte, sich einzubringen. Ja. Und wir haben eine neue Verantwortung. Der Mitarbeiter muss für seine eigenen Interessen sich stark machen und nicht einfach es beim Chef abladen, nach dem Motto, Chef, mach mal. Selber haben Sie in einer ganz alltäglichen Situation, wenn ein Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung wünscht, dann ist die Standardfrage eines wertschätzenden Vorgesetzten, okay, können Sie mir das bitte begründen, wodurch diese Gehaltserhöhung gerechtfertigt ist? Also welche Leistung soll ich mit mehr Lohn quittieren? Und jetzt ist es in der Verantwortung des Mitarbeiters, sich mal den Kopf zu zerbrechen. Was ist denn an meiner Leistung so viel wert? Wenn der Mitarbeiter sagt, wie, jetzt muss ich noch darüber nachdenken, warum ich mehr Geld will. Oh nee, so viel ist es mir nicht wert. Ja, dann muss er mit dem leben, was er bislang gekriegt hat. Und ich erlebe sehr viele Mitarbeiter, dass sie sich dieser Verantwortung nicht stellen. Also Wertschätzung heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wertschätzend ist ausgesprochen anstrengend, weil man plötzlich Verantwortung übernehmen muss für seine eigenen Ziele. Sie sprechen jetzt bei der Verantwortung insbesondere vom Mitarbeiter und vom Vorgesetzten. Natürlich auch vom Vorgesetzten, wenn ich wertschätzend gegenüber meinem Gegenüber bin, entweder Mitarbeiter oder auch meinem Vorgesetzten, dann bedeutet das, dass ich demjenigen, meinem Gegenüber, auch die Verantwortung gebe für sein Handeln und dass er ja, auch selbst, zwar selbst entscheiden kann, aber auch irgendwo selbst verantwortlich ist. Ja. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, um es zu illustrieren. In diesem Fall hat eine meiner Seminarteilnehmerinnen am frühen Morgen berichtet in der Seminarrunde, ich habe das gleich gestern Abend anwenden können, was wir frisch gelernt haben. Ich war noch einkaufen und bat meine 17-jährige Tochter, ob sie mir helfen kann, das Auto leer zu räumen. Wir wohnen im dritten Stock und ich hatte frische Sprudelkisten gekauft. Meine Tochter antwortet auf die Bitte, kannst du mir helfen, den Sprudel hochzutragen? Immer, wieso immer ich? Und machte keinerlei Anstalten zu helfen. Und da habe ich mich entsonnen, was ich gerade im Seminar gelernt habe und habe zu meiner Tochter gesagt,
Du hast dich gerade entschieden, mir nicht zu helfen. Das ist ausgesprochen respektvoll, die Verantwortung genau dorthin zu packen, wo sie hingehört. Die Tochter hat mit ihrem Satz, wieso immer ich, eine Entscheidung getroffen, nicht helfen zu wollen. Und mit dieser ihrer Entscheidung wurde sie konfrontiert. Und jetzt kann sie anschließend sagen, ja, ich habe entschieden, ich helfe dir nicht. Das ist jetzt, um da einzuhaken, bevor wir jetzt erfahren, wie es weitergeht. Ich nehme an, Sie haben die Geschichte, es ging weiter. Klar. Da behalten Sie es gerade noch für sich. Das ist natürlich jetzt die Gefahr, die mir jetzt jemand, der so agiert, die Mutter, die kann ich mir vorstellen, ja, dann macht sie es ja sowieso nicht. Wenn ich mir jetzt rein, ich überlege rein intellektuell, ja, jetzt gebe ich ihr das auch noch und sage, lege das aufs Silbertablett, so, du hast dich jetzt entschieden, du machst das nicht. So könnte ich jetzt rein rational argumentieren und behaupten, ja, dann wird sie es ja bestimmt nicht machen. Jetzt, ich weiß aber, dass es, ich wollte es jetzt auch für die Zuschauer jetzt auch nochmal deutlich machen, ich, aus Erfahrung, das hat nichts mit, also ich behaupte, es hat nichts mit Logik zu tun, hat was mit Emotionen auch zu tun. Ja. Es ist eben nicht so, wenn ich es jetzt direkt vor mir habe, sie sagen, so, jetzt hat die Tochter Wertschätzung erfahren und jetzt muss sie nochmal überlegen. Und das hätte sie vorher vielleicht nicht gemacht, wenn sie gesagt bekommen hätte, du machst das aber, oder? Na, du hilfst mir, dann lass es doch gleich, dann muss ich es eben wieder machen. Der Mutter, das hat sie gesagt, fiel sofort die Reaktion ein, die sie schon tausendmal gebracht hat. Am liebsten hätte sie ihrer 17-jährigen Tochter nämlich gesagt, ich frag doch auch nicht, warum ich eure Wäsche wasche, stopfe, bügel, koche, einkaufe und so weiter. Das wäre eigentlich ihre moralisch triefende Antwort geworden. Und in dem Moment hätte die Tochter herrlich schmollen können oder hätte doch geholfen, aber mit so einer Flunsch und der Familiensegen wäre schief gewesen. Der Mut der Mutter, eine Entscheidung der Tochter einfach mal im Raum stehen zu lassen. Ich höre, du entscheidest nicht zu helfen. Ist angekommen, Mutter dreht sich um, hat das zur Kenntnis genommen. Das Einzige, was jetzt für die Tochter extrem schwierig wird, sie muss die Verantwortung für diese Entscheidung auch wirklich aushalten. Also wenn Sie sich überlegen, als 17-Jähriger zu Hause zu Ihrer Mutter ins Gesicht zu sagen, ja, ich entscheide, ich helfe dir nicht. Das hat ja einen Preis. Und zwar nicht nur für diesen Moment, sondern in dem Moment kündigen Sie eine Beziehung auf. Kommt vielleicht auch auf die Mutter an. Auf die Vorerfahrungen und so weiter. Vorerfahrungen. Also in diesem konkreten Fall berichtete die Mutter im Seminar, ich war schon aus der Tür, da kam meine Tochter hinter mir her, im Turm immer noch pampig. Okay, okay, ich helfe dir ja. Ging mit mir die drei Stockwerke runter zum Auto und sagte dann plötzlich unten am Auto, sag mal Mama, wo hast denn du den Scheiß gelernt? Hi. Und sie hat bei Herrn Weißbach die drei Stockwerke scheint über die Situation nachgedacht. Was hat eigentlich meine Mutter gemacht, dass ich jetzt freiwillig runtergehe und noch nicht mal meckern kann? Ja. Wie hat meine Mutter das hingekriegt? Bislang hat sie das nicht geschafft. Also so viel Grips hatte die 17-Jährige, das zu analysieren. Also das will ich jetzt gerade nochmal differenzieren. Also nochmal, dadurch, dass ich meinem Gegenüber die Entscheidung also das akzeptiere und Wertschätzung entgegenbringe, indem ich sage, okay, so möchtest du das, das ist das, was du möchtest. Es ist also, ich will es nochmal sagen, also ich gebe eigentlich ja schon, also eigentlich möchte man vermuten, die Mutter hätte eigentlich schon sozusagen aufgegeben,
wenn man jetzt rein intellektuell, rein rational spricht, aber es ist eben doch von der Tochter her jetzt in dem Beispiel, ich bin auf mich zurückgeworfen und muss jetzt nochmal neu überlegen. Wie fühlt sich die Tochter in dem Moment, wo sie das gesagt bekommt? Okay, du hast dich entschieden, den Kasten Wasser nicht hochzutragen. Wie fühlt sich die Tochter in dem Moment? Das ist die Frage. Der Ausgangspunkt der wertschätzenden Gesprächsführung heißt nicht zwangsläufig Friede, Freude, Eierkuchen. Heißt nicht, wir sind Händchen halten, alle lieb und nett zueinander. Wertschätzende Gesprächsführung heißt, ich nehme einen anderen auch dann ernst, wenn er eigentlich gar nicht ernst genommen werden möchte. Das macht wertschätzende Gesprächsführung sehr anstrengend. Also jemand, der sagt, immer ich oder muss das sein. Oder es gibt ja so klassische Sätze, mit denen man hofft, es wird ein anderer gefragt. Oh, ausgerechnet heute. Und damit hoffe ich, geht der Kollege zum anderen und fragt den. Jetzt nimmt er mich ernst und sagt, zu einem anderen Zeitpunkt passt es dir eher. Jetzt muss ich sagen, zu welchem Zeitpunkt es mir passt. Und damit verpflichte ich mich zu helfen. Das ist viel anstrengender, als wenn der Kollege gleich einen anderen fragt. Ich will nicht immer ernst genommen werden. Ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, was jetzt Hilfe betrifft. Ja, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, Sie sagen praktisch, dass also ich höre heraus, dass Sie für manche Mitarbeiter auch sagen, dass das vielleicht auch ungewohnt ist, einerseits so behandelt zu werden, andererseits auch, dass manche Äußerung so gar nicht reflektiert ist und dadurch das ist natürlich, ja, Sie sagen, das benutzen das Wort anstrengend. Also für den, sagen wir mal, für die Mutter in dem Beispiel, für die Tochter in dem Beispiel, ist es anstrengender, als es sich gewünscht hätte. So. Leicht wäre es jetzt gewesen, auf eine Forderung, du machst das jetzt aber, zu sagen, nee, mache ich nicht. Mhm. Oder eskaliert ist. Genau, prima. Oder zu sagen, ach ihr, oder diese auf eine andere Weise zu sagen, ja, dann lass es, du hilfst mir sowieso nicht, auch so eine Abwertung von der Mutter dann auch obendrauf, oder dieses Moralisieren, den sie noch angebracht haben, das wäre alles sozusagen noch für die Tochter, also das Gegenüber, wäre einfacher. Auf jeden Fall vertrauter. Vertrauter. Also auch streiten oder auch beleidigt zu helfen, ist immer noch vertraut. Und man kann sich sogar noch moralisch überlegen fühlen, wenn man sagt, immer muss ich die Drecksarbeit machen. Mhm. Man macht dann zwar die Drecksarbeit, aber man fühlt sich moralisch überlegen. Der moralische Sieger, ja. Das ist der Begriff, der mir dabei einfällt. Damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, wertschätzende Gesprächsführung ist nur etwas von oben nach unten. Das geht genauso von unten nach oben. Ich hatte heute Vormittag im Coaching ein konkretes Beispiel. Ein Mitarbeiter hat im Jahresgespräch zu seinem Chef geäußert, dass er einen Karriereschritt machen möchte und sich diese Beförderung wünscht. Das ist ja auch Aufgabe eines solchen Gesprächs, das zu klären. Nur sein Vorgesetzter hat, so kam es im Coaching raus, lachend geantwortet, meinen Sie das ernst? Oh, Felger, das ist doch gar nichts für Sie. Wie fühlt sich das in dem Moment für Sie als Mitarbeiter an? Sie haben gerade Ihren Karrierewunsch geäußert und ich lache und so. Oh, das ist doch nichts für Sie. Den Stress wollen Sie sich doch gar nicht antun. Da kann ich jetzt, dann muss ich jetzt erstmal, also Sie wischen das so einfach Wupp. Weg. Mein Vorschlag. Das ist für Sie geradezu lächerlich, so eine Idee. Und in dem Moment konfrontieren Sie mich mit mir selber. Und das ist sehr wertschätzend. Sie haben nicht gesagt,
hey Chef, so dürfen Sie nicht mit mir reden oder na hören Sie mal oder sonst etwas, da wäre es wunderbar aufgebauscht. Sondern Sie haben das, was ich getan habe, einfach nur thematisiert. Sie haben nur gesagt, Sie wischen gerade meine Idee weg. Hochwertschätzend. Und was jetzt für mich als Vorgesetzter unangenehm wird, ich muss mich damit gerade auseinandersetzen, wische ich die Idee meines Mitarbeiters weg. Und das wird mir sehr schwer fallen zu sagen, ja, Herr Felger, ich nehme jeden in meiner Abteilung ernst, aber nicht Sie. Ich meine, das kann ich sagen, aber in dem Moment aber das wäre schon ein, sind wir geschieden. Ja, unrealistisches Szenario, beziehungsweise ein Szenario, was bei dem die Beziehung doch relativ dann nur noch kurzlebig wäre. Dann. Nein, ich werde also auf Ihren Satz, Sie wischen gerade meinen Wunsch weg, werde ich innehalten und nein, Entschuldigung, Herr Felger, so war das nicht gemeint. Ich nehme Sie schon ernst und werde mich jetzt bemühen, Ihnen das Maß an Respekt auch entgegenzubringen, das Sie auch einfordern können. Jetzt frage ich mich natürlich, Herr Weißbuch, wenn Sie sagen, das ist anstrengend für den Chef, wie angenehm ist es denn für den Chef, einen anstrengenden Mitarbeiter zu haben? Oder wie fühlt sich denn das dann an für den Chef oder für einen Mitarbeiter? Es geht darum, respektiert zu werden. Alle Menschen, und da bin ich jetzt sehr generalisierend, träumen davon, geliebt zu werden. Weniger dramatisch formuliert, träumen davon, respektiert zu werden, ernst genommen zu werden, geachtet zu werden, wertgeschätzt zu werden. Mhm. Und wenn ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten ernst nimmt, ist das nichts, wogegen sich ein Chef wehren kann. Also gegen Wertschätzung ist kein Kraut gewachsen. Versuchen Sie sich mal gegen Wertschätzung zu wehren. Sie können schlecht sagen, ich will nicht ernst genommen werden. Verdammt nochmal, hören Sie auf, mich zu respektieren. Also das wird lächerlich. Ja. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, ja. Jeder möchte wertgeschätzt werden und in diese Kerbe schlage ich jetzt sozusagen. Schlagen klingt so martialisch. Nein, aber mir ist jetzt kein besserer Begriff eingefallen, worauf ich hinaus wollte, war diese Wertschätzung. Ja, wir haben, beziehungsweise ich rekapituliere nochmal. Also wir haben jetzt über dieses Hierarchische gesprochen. Vielleicht und darüber dieses Wertschätzend, dass ich mich da nicht wehren mag dagegen, wenn es aus der Erfahrung lehrt uns das. Wie schwierig oder leicht ist eigentlich die wertschätzende Gesprächsführung wirklich in der Praxis? So, ich höre viel von in Stellenanzeigen, sehe ich es auch von, wir sind ein Team und man ist auf gleicher Augenhöhe und Win-Win. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das, wenn ich so ein klein wenig hinter die Kulissen gucke, Worte sind, die aber nicht immer mit Leben gefüllt sind. Sagen Sie vielleicht, wenn Sie es gerade noch mal in irgendeiner Weise, vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel ein, wie schwierig ist eigentlich, oder was, das ist ja eigentlich für mich, ich denke, das ist eine Sprache auch, oder eine Herangehensweise, die eigentlich selten vielleicht ist, oder ungewohnt. Sagen Sie gerade, wie schwierig oder wie diesen Ansatz, diese von Wunsch zu kommen, ich möchte wertschätzend sein, zum, also diese auf gleicher Augenhöhe zum tatsächlich in der Praxis so durchführen. Vielleicht können Sie da gerade noch mal sagen, welche Hindernisse mir da in den Weg kommen könnten. Ein großer Fehler, ein Manko in der früheren Gesprächsführung bestand darin, dass man
sozial integrativ, demokratisch, so heißt es bei Schulz von Thun, sich vorgestellt hat als eine Mischung aus Respekt, Wertschätzung, Achtung des anderen und Verzicht auf jegliche Form von Lenkung. Das ist nach der alten Tauschschule die ideale Form guter Beeinflussung. Ich verzichte auf die Beeinflussung. Und das ist der große Fehler. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht mehr für meine eigenen Ziele kämpfen, dann verleugne ich mich. Wertschätzende Gesprächsführung hat eine völlig andere Komponente, sondern sagt, ich bin mir meiner Ziele, meiner Interessen, meiner Anliegen bewusst und ich setze mich auch dafür ein. Und gleichzeitig billige ich meinem Gegenüber zu, dass er auch Interessen, Anliegen, Ziele hat. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob meine Anliegen mein Gegenüber glücklich machen oder überzeugen und er sich dem anschließen kann. Oder umgekehrt, ob ich feststelle, hey, die Ziele des anderen sind eigentlich viel besser als meine eigenen Ziele. Dann gebe ich meine Ziele nämlich sofort auf und schließe mich dem anderen an. Oder ob wir gucken, gibt es nicht vielleicht sogar was Drittes, was uns beide viel glücklicher macht oder viel eher zu unseren eigentlichen Zielen führt. Oder gibt sonst einen Weg, mit dem wir beide leben können? Das ist wertschätzende Gesprächsführung. Und das ist insoweit vergleichsweise einfach zu lernen, weil ich keinerlei Abstriche an meinen eigenen Wünschen haben muss. Ich muss mich nicht meiner Wünsche, meiner Ziele genieren. Also ist dieses, so versuche ich es immer zu darzustellen, es ist dieses einerseits, also Sie möchten dies und jenes und das ist, sind Sie und ich möchte dies und wünsche mir jenes. Und das dann, entscheidende Wort, das Sie gerade benutzt haben, ist völlig unscheinbar und Sie haben es auch gar nicht betont. Das ist das und. Ja. Und? Ich habe ja Ihr Buch gelesen. Okay. Grammatikalisch betrachtet ist und nicht nur ein Verbindungswort, sondern und sagt, dass zwei Sätze gleichwertig sind. Die Alternative ist ja aber. Und mit dem aber mache ich einen Unterschied und sage, das ist ja schön, dass du das willst, aber jetzt komme ich. Und der Abersatz setzt sich immer durch. Also Sie möchten das, aber ich möchte das. Und damit werte ich den anderen allein durch die Verwendung dieses unscheinbaren Wörtchens aber bereits ab. Mhm. Und das also, spürt der andere. Er das, spürt das die Abwertung. Das sind die, wovon ich spreche. Diese auf gleicher Augenhöhe, das meine ich. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht wirklich, also ich treffe es nicht sehr häufig an. Also wir erleben in unseren Schulungen, dass Menschen, die erstmal intellektuell kapiert haben, dass ein Aber sich grundsätzlich durch ein Und ersetzen lässt, anschließend wie besessen trainieren, ob im Supermarkt, an der Kasse oder zu Hause mit der Familie oder am Arbeitsplatz, sie sind drauf und dran, immerzu nur zu probieren, holla, ich muss jetzt mal gucken, ob ich nicht mein Aber grundsätzlich ersetzen kann. Und ich treffe dann auf Menschen, die sagen, es ist toll, es geht. Also es ist ja auch eine Haltung. Also dieses Aber kommt ja von irgendwo her. Und da merke ich, Moment mal, hier bin ich sehr egoistisch. Auch wenn ich sagen möchte, ich möchte, okay, ich habe zwar meine eigenen Interessen, aber möchte gleichzeitig auch jetzt niemanden die Interessen des anderen nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich es allerdings auf bestimmte Weise formuliere und ich will auf die präzise Formulierung hinaus, dann ist es ja eigentlich auch dieses Und, Aber, dann ist es auch eine Art Sprache auch, ja, die ich dann verwende, die ich auch, wie Sie sagen, Ihre Teilnehmer trainieren das. Also ich muss es wirklich erlernen. Es ist offenbar, man muss es internalisieren. Also es reicht nicht, es ein Seminar zu besuchen und das zu hören, oder ein Buch zu lesen, sondern ich muss es auch wirklich dann in dem Moment tatsächlich auch anwenden können und so, dass es dann nicht irgendwie, huch, was will er denn jetzt? Das klingt aber komisch. So die ersten, ich weiß nicht, ob Sie das kennen bei Ihren Teilnehmern, die das dann versuchen und dann das klingt aber komisch und kann ich das und Komfort? Ja. Entscheidend ist, und das sagen alle, wenn man erstmal ein, zwei positive Erfahrungen gemacht hat, ist man so
beglückt und auch so überrascht, hey, das funktioniert ja tatsächlich, dass man energetisiert in die nächste Erfahrung geht. Das probiere ich gleich nochmal aus. Und je mehr Erfahrung man macht, umso sicherer wird man natürlich. Jetzt haben wir ja innerhalb des Unternehmens gesprochen, von Dingen innerhalb des Unternehmens. Vielleicht noch zum Thema, also erstmal, ja, so Inneres. Also wir haben ja auch einen Wettbewerb. Also ich sag mal, wie... Sie kommen vielleicht auch schon zum Thema Wertschätzung, Wertschöpfung, aber ich sag mal, erstmal zum Thema Offenheit. Inwiefern hängt das mit dem Thema Offenheit zu tun? Ich will jetzt auch darauf hinaus, wie gefährlich ist das jetzt, wenn ich offene Kommunikation praktiziere, auch hinsichtlich von möglichen Wettbewerbern? Vielleicht. Das ist die klassische Situation, die wir alle als Kunde kennen. Will mir der Verkäufer etwas andrehen, spüre ich das als Kunde. Spätestens nach dem Kauf setzt dann Kaufreue ein, weil ich mich auf den Tisch gezogen fühle oder weil ich etwas gekauft habe, was eigentlich teurer war, als ich es ausgeben wollte, und ich bin dann unzufrieden und hadere mit der Situation. Und jetzt kommt der sehr teure Preis für den Verkäufer. Im Moment hat er das Geschäft gemacht, aber ich meide seinen Laden. Ich erinnere mich an eine Krawatte, die ich mal vor vielen Jahren auf diese Weise erworben habe. Die hängt, glaube ich, seit 12 Jahren unbenutzt in meinem Kleiderschrank. Sie war teuer, sie war Seide, ist sie immer noch, und ich... Yeah. Sollte sie vielleicht zur Weiberfass nicht irgendwie mal anziehen zum Abschneiden, aber nicht sie tragen. Ich schätze, der Verkäufer hat gesagt, das steht Ihnen aber gut. Ja, so ein Allerweltsatz. Und diese Krawatte, die passt sehr gut dazu und steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Ich Blödmann habe sie gekauft. Ja, aber es ist aber nicht der Verkäufer, dem ich jetzt, dem, oder ich weiß nicht, wie oft und so häufig Sie jetzt auf Verkäufer schulen, sagt der Verkäufer nicht, den Sie jetzt schulen, ja, Herr Weißbach, ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt meinem Kunden sage, Sie zögern ja noch offensichtlich, oder Sie machen so einen kritischen Gesichtsausdruck, bestens. Wenn Sie ja... Genau das lernen meine Verkäufer. Genau. Und da wird Ihnen doch erst einmal so entgegengebracht, Herr Weißbach, ja, dann nimmt er doch Reis aus. Dann rennt er doch gerade davon. Ich tu doch tunlichst sowas nicht. Ich sag doch tunlichst nicht, dass er gerade einen skeptischen oder diese sozusagen die Blase zum Platzen bringt. Das möchte ich eben nicht. Deswegen, Herr Weißbach, weigere ich mich, das zu sagen. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Kunde wird, wenn man ihn so anspricht, irgendwas lässt sie noch zögern, so wie sie es gerade formuliert hat. Der Kunde wird sagen, was ihn zögern lässt. Und ich kann als Verkäufer prüfen, kann ich diese Zweifel, diese Skepsis ausräumen oder kann ich es nicht? Ich bringe Ihnen ein Beispiel in einer Verkäuferschulung. Ich darf auch die Marke nennen für Opel. Der Verkäufer hat das frisch Gelernte mutig angewendet. Er hat in seinem Ort den Bürgermeister und seiner Frau einen nagelneuen, damals Opel Omega, verkauft. Unterschrift alles, er war richtig happy. Und wenn man die Buttertagsprovision beim teuersten Auto von Opel sich mal klar macht, dann hat der Verkäufer an diesem Tag ein richtiges Monatsgehalt verdient. Super. Und beim Verabschieden wird er gewahr, wie die Frau Bürgermeisterin mit so einer verabschiedet. Und er hat den Mut und spricht an. Ich habe den Eindruck, Sie sind mit der Entscheidung Ihres Mannes nicht glücklich. Nein, ganz und gar nicht. Sie hätten sich was anderes gewünscht. Ich habe schon immer gesagt, wir sollen Mercedes kaufen. Da hatte dieser Verkäufer den Mut zu sagen, dann werden Sie mit diesem Auto niemals glücklich. Ja! Guckte er den Bürgermeister an und sagte,
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier gerade ein gutes Geschäft gemacht haben. Ja, aber ich habe unterschrieben. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Und da hat der Verkäufer den Mut gehabt und hat vor den Augen seiner Kunden den unterschriebenen Vertrag zerrissen. Ja, so. Das wollen wir erstmal hier erstmal uns, bevor wir wissen, bevor es weitergeht, nochmal uns vergegenwärtigen. Das ist der kritische Punkt, das wo jeder genau Verkäufer üblicherweise sagt, um Gottes Willen, Herr Weißbach, Sie wollen doch wirklich jetzt nicht dieses Geschäft kaputt machen. Und so. Jeder jetzt, wie ging es denn? Und das ist wirklich passiert. Ja? Das ist passiert und in dieser Verkäuferschulung, das war ein dreimal dreitägiges Seminar, haben die übrigen 10, 11 Kollegen entsetzt reagiert, ja, als er das nun im Aufbaukurs brachte und sagte, die sagten dann, so bist du bekloppt und das kannst du doch nicht machen und das glauben wir nicht und ähnliches. Und er sagt, nein. Und ich hatte anschließend sogar ein gutes Gefühl. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns in die Augen geschaut. Frau Bürgermeisterin hat mich angestrahlt. Also da wird die Frau des Bürgermeisters auch Frau Bürgermeisterin genannt, obwohl sie nur angeheiratet ist. Ja, ja, ja. Und er sagt, ich habe ein so tolles Gefühl. Und das Tolle ist, eine Woche später haben sie ihrer 18-jährigen Tochter einen nagelneuen Opel Corsa geschenkt. Den haben sie bei mir gekauft. Ich bin so in der Achtung dieser Familie gestiegen, dass ich für all das, wo man Opel fahren kann, empfohlen werde. Und Herr Bürgermeister fährt jetzt einen Mercedes. Und er sagte, unterm Strich habe ich bestimmt mehr gewonnen, auch finanziell, dadurch, dass ich auf dieses eine Geschäft verzichtet habe. Also wertschöpfend. Wertschöpfend und wertschätzend. Wertschätzend und wertschöpfend. Er sagt auch, und das war etwas, was die anderen Kollegen sehr betroffen gemacht hat, die ihn dann sehr angegriffen haben, und hat gesagt, vielleicht findet ihr das doof. Ich finde es wichtig, wenn ich mir morgens in den Spiegel gucke, dass ich mich nicht schämen muss, was ich mache. Ja. Da kommen wir dann zum Thema, okay, ich kann mich selbst noch im Spiegel betrachten. Das ist das eigene Gefühl, ist gut. Aber das, was Sie sagen, ist ja, was, glaube ich, die Kritik dieser Verkäuferkollegen ausmacht, ist ja, ja, dass dein eigenes Gefühl ist gut, aber dein Geschäft hast du kaputt gemacht. Wenn ich jetzt natürlich noch weiter versuche es zu analysieren und so weiter, aber jetzt an der Stelle, wo wir einen Punkt gemacht hatten, da hätte ich dann gesagt, als rein rational, das kann man ja nicht machen, daher kam dieser Aufschrei. Aber diese Gefühle, die da eine Rolle spielen beim Verkauf, die sind doch wichtig. Auch erstens für mich, aber auch vor allem für den Kunden. Der Bürgermeister, jetzt hinterher kann ich noch natürlich rationalisieren und sagen, ja natürlich, der Bürgermeister kennt ja Hinz und Kunz aller Welt und der ist begeistert, ging der von mir und wie toll der Verkäufer diesen Vertrag da zerrissen hat und schickt jetzt das halbe Dorf zu mir jetzt. Ja. Mhm. Ist das alles, wäre mir jetzt wahrscheinlich in dem Moment als Verkäufer, selbst wenn ich geschult wäre von Ihnen, wäre mir wahrscheinlich das alles in dem Moment wahrscheinlich gar nicht eingefallen. Aber vermutlich die Erfahrung lehrt eben, dass solche Dinge, das sind jetzt keine Einzelfälle. Das ist manchmal, also das ist ja gerade, mein Gott, sehr viele Verkäufer wollen ja auch, oder die ganze Werbung versucht ja ein gutes Gefühl zu verkaufen. Auch da werden Testimonials, oder also diese Leute, die bekannt sind, für viel Geld eingekauft, wird schöne Musik unterlegt, wenn der Wagen durch die Landschaft fährt und so weiter. Ja. Aber da, wenn man dann das konkrete Verkaufsgespräch führt, dann Vertrag geschlossen, so lieber Bürgermeister, Pech gehabt, jetzt hast du schon unterschrieben.
Der Punkt ist, Sie sagen gerade, Gefühle werden verkauft. Als Verkäufer muss ich lernen, wie überhaupt als Mensch, mit den negativen Gefühlen meines Gegenübers umzugehen, mit den positiven. Das ist ja nun leicht. Ja, ach, das gefällt Ihnen, das ist ja toll. Ich nehme ein Beispiel, um es noch weiter zu illustrieren. Baumaschinenmesse in München. Ich hatte die Mannschaft vorher geschult und wir waren auf dem Messestand und ich kriege mit, wie ein Kunde, na, so mit 1,5 Meter Abstand zum Stand. Gut 5 Minuten da steht, sich wirklich aus der Distanz alles anguckt, aber nicht den Messestand betritt. Und einer der Verkäufer hat das auch wahrgenommen, aber er sagt, der Kunde will irgendwie keinen Kontakt aufnehmen. Und dann sah man wieder, Kunde, gleicher Scheiß wie vor 10 Jahren. Und wegstapfte. Ja. Und in diesem Moment hechtete der Verkäufer, der das gesehen hatte, hinterher und auf dem Gang spricht er ihn an und sagt, Sie machen gerade einen fürchterlich unzufriedenen Eindruck. Punkt. Ja. Bei Ihnen hat sich nichts gebessert. Das heißt, Sie haben schon mal ganz schlechte Erfahrungen mit uns gemacht. Oh ja, vor 10 Jahren. Da hat man Sie irgendwie im Regen stehen lassen, hat er einfach mal so ins Blaue gesagt. Schlimmer noch. Oh, Sie machen mich neugierig. Daraufhin hat der Kunde erzählt, was ihm vor 10 Jahren passiert ist. Der arme junge Verkäufer war vor 10 Jahren noch gar nicht im Unternehmen, aber er kann sich die Geschichte ja trotzdem anhören. Und er kann die negativen Gefühle des Kunden ernst nehmen und kann sagen, und Sie haben so schlechte Erfahrungen gemacht, dass Sie beschlossen haben, nie wieder wollen Sie mit uns zusammenarbeiten. Ja. Und dann entsteht eine Pause und plötzlich fängt dieser Kunde, nachdem er Ja gesagt hat, ja, ich will nie wieder mit Ihnen zusammenarbeiten. Mittlerweile stehen die beiden auf dem Messestand, weil der Verkäufer ganz geschickt, langsam Schritt für Schritt, wieder Richtung Messestand gegangen ist. Plötzlich stehen die auf dem Messestand. Und dann sagt der Kunde nach dem Satz, ja, ich will nie wieder mit Ihnen zusammenarbeiten, wie funktioniert die eigentlich? Und zeigt auf so eine große Betonmischmaschine. Und es entstand ein Fachgespräch. Sprich, er ist mit seiner Ablehnung, die er aus welchen Gründen auch immer empfunden hat, ob zu Recht oder zu Unrecht, müssen wir gar nicht prüfen. Er hat irgendeine Erfahrung, die ist schlecht. Und er wurde ernst genommen, er durfte die haben. Keiner hat ihm das ausgeredet, keiner hat gesagt, ja, früher, aber mittlerweile sind wir ganz toll oder den Kollegen haben wir damals gleich rausgeschmissen, irgend so ein Blödsinn. Das heißt, es wurde ihm erlaubt, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und sie wollen nie wieder mit uns zusammenarbeiten. Das ist wertschätzende Gesprächsführung. Wenn ich es jetzt, ich will jetzt mal auch auf den Punkt, ich bin ja nicht der, ich will es mal provokant sagen, ich bin nicht der, Therapeut meines Gegenübers. Ja, oder anders gefragt, wie schwierig ist das, wenn es jetzt, das ist das Produkt, auf das negativ reagiert wird, aber wenn Sie als Person, wenn man negativ auf Sie als Person reagiert, ich will es nur mal andeuten, dass das nicht gerade einfach ist, wenn man, vielleicht haben Sie da ein Beispiel aus Ihrer Praxis auch, wenn es jetzt nicht gerade die Bohrmaschine ist, die ja neutral ist, hat ja nichts mit meiner Person zu tun, oder sagen wir mal, der Verkäufer oder der Kunde kommt und der Verkäufer war ich damals vor 10 Jahren, ja, und Sie haben ja damals so einen Mist verkauft und ja, also ich will nur mal, wie soll ich sagen, werde ich vielleicht auch manchmal religiös, ja, sozusagen in Anführungsstrichen schlägt mir einer auf die linke Backe, da halte ich noch meine rechte hin, ja. Ich will nur auf die Schwierigkeit hinaus, wertschätzend zu sein, wenn mir jemand keine Wertschätzung entgegenbringt. Vielleicht können Sie da mal was dazu sagen. Ach, das ist erlaubt.
Der andere muss das Recht haben, mich blöd zu finden. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung von gegenseitigem Respekt, dass ich auch respektieren muss, dass der andere mich bescheuert findet. Also, vielleicht gucken sich meine Kinder eines Tages diesen Film an. Es gehört zu den ehrenamtlichen Prinzipien meiner Erziehung, dass meine Kinder auch ihren Vater doof finden dürfen. Sie müssen nicht jede meiner Entscheidungen begeistert akzeptieren. Und es gibt etliche Entscheidungen, wo meine Kinder enttäuscht sind und sich ärgern, dass ich so kleinkariert entscheide. Und es ist erlaubt, dass sie in dem Moment sagen, du bist ein blöder Vater. Sie nennen das jetzt in der Familie. Und dasselbe kann ich auch ein Mitarbeiter, ein Kollege von Ihnen oder vielleicht ein Vorgesetzter, auf jeden Fall irgendwas im beruflichen Zusammenhang oder im privaten Zusammenhang, aber jetzt nicht unbedingt familiär, weil da muss man ja miteinander irgendwie auskommen. Gut, manche kappen auch Beziehungen innerhalb der Familie, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber man muss doch etwas schwieriger, eben, man möchte eigentlich in dem Unternehmen bleiben, aber jemand geht nicht wertschätzend mit mir um. Im Unternehmen zum Beispiel. Konkretes Beispiel, gestern Abend gerade erlebt, in dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, beim Abendessen, bekam ich zufällig am Nachbartisch mit, 5 Personen zahlten und ich hatte schon mitgekriegt, die Stimmung zwischen Bedienung und diesen 5 Gästen war zum Schneiden. Mhm. Und Bedienung war junge Frau, Ende 20, sagt, ich habe den Eindruck, sie sind irgendwie sauer auf mich. Da haben sie sich gefreut, als sie den Satz hörten, ja. Ich wurde neugierig und bekam aber solche Stielaugen. Yeah. Und dann drehte sich einer dieser Gäste um, ein behäbiger, älterer Herr, Ende 50, und sagte, das kann man wohl sagen, in einem ziemlich giftigen Ton. Aber erklärte nicht, worüber er sich geärgert hat. Er hat nur gesagt, das kann man wohl sagen, was ich unfair fand. Und die war ganz professionell ruhig und hat gesagt, oh je, und Sie wollen mir nicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Sprich, sie hat auch das erlaubt, dass er eine Andeutung macht, aber nicht weiterredet. Und in dem Moment hat er gesagt, doch, wenn Sie es interessiert, kann ich es Ihnen genau sagen. Ich zähle mal auf. Und sie haben sich daran gestört, dass bei der vorne wegkriegt man immer so eine kleine Butter mit so ein bisschen Brot und so. Die Butter war zu kalt, die war gefroren irgendwie, die hätte man nicht streichen können. Und der eine hatte ein dunkles Weizen bestellt und es war wohl ein helles gekommen oder umgekehrt. Also es wurde, die Bestellung war nicht richtig. Und man hätte 2-mal drum bitten müssen, dass man endlich zahlt, bis sie dann endlich gekommen sei. Mhm. Also mehrere Kleinigkeiten. Es waren mehrere Kleinigkeiten wurden aufgezählt. Und wir sagen jetzt, Entschuldigung, ich muss jetzt dazu sagen, ich sage jetzt Kleinigkeiten, das ist ja eine Wertung. Aus, ja? Aus Sicht des Kunden. Die waren ja keine Kleinigkeiten, sondern eine Unmöglichkeit. Und diese Bedienung, professionell geschult, bringt es fertig, völlig ruhig, auf jegliche Verteidigung und Erklärung zu verzichten. Sie hätte jeden einzelnen Punkt erklären können. So nach dem Motto, für die Butter bin ich nicht zuständig was weiß ich. Oder es war heute so wie Andrang, dass ich nicht so schnell abkassieren konnte. Sie sagte nur, oh je, dann habe ich ihn den ganzen Abend verdorben. Punkt. Und in dem Moment haben die anderen Gäste, ihrem Kollegen, plötzlich einen eingeschenkt. Nun lass doch die junge Frau mal in Frieden, die hat sich doch nun wirklich Mühe gegeben. Und ich hatte den Eindruck, als anschließend wurde weiter abkassiert, sie wird ein ordentliches Trinkgeld gekriegt haben, denn sie hatte mehrmals deutlich gesagt, oh, danke schön. Ich habe den Eindruck, also einer war unzufrieden, hat fürchterlich
ihr einen eingeschenkt und anschließend, weil sie sehr respektvoll geblieben ist, haben die anderen auch erkannt, so jetzt ist auch eine Grenze erreicht. Und die wurde gerade überschritten. Ja. Und der Satz, oh je, ich habe ihn den ganzen Abend verdorben, war extrem respektvoll. Wenn der Mann es so empfunden hat, dann stimmt es. Dann kann er nur sagen, ja. Und dann haben wir noch in dem Moment, gut, das ist eine kurzfristige Sache sozusagen. Das ist, vielleicht waren es Geschäftsleute aus einer anderen Stadt, die kommen dann nur einmal daher. Weiß man nicht. Ja, sonst, ja. Gut, also Sie haben, also ich höre jetzt hier auf jeden Fall heraus, dass Sie das, dass die Bedienung das so gemacht hat, wie Sie das ja praktisch vorschlagen oder in Seminaren Ihren Teilnehmern nahelegen. Und ich gehe davon aus, dass Sie total begeistert waren. Ja, natürlich war ich begeistert. Und was mich am meisten gefreut hat, sie hat nicht nur professionell die Situation gehandelt, sondern sie dürfte aus der Situation auch erhobenen Hauptes rausgegangen sein. Ohne jetzt das Gefühl der Beschämung, ich habe viel falsch gemacht, oder der Demütigung, die behandeln mich ja vielleicht wieder wie den letzten Dreck. Sondern also, sie hat das professionell einfach gelöst. Aber diese Gefühle waren ja, wenn diese Gefühle aufkommen, kann ja womöglich sein, dass selbst da jetzt die Gefühle aufkamen bei ihr. Ja, da wären wir dann beim Thema meinen eigenen Standpunkt vertreten. Ja, aber in so einer Situation würde ich dann, darauf wollte ich glaube ich vorher hinaus, das war eine einmalige Situation, das sind Geschäftsleute vielleicht aus einer anderen Stadt und da halte ich mich dann eben zurück mit meiner Meinung, meine Güte. Wenn ich jetzt wüsste, das wäre irgendeine Situation, wo man sich immer wieder trifft, ja, wäre es dann vielleicht nochmal was anderes, wenn ich mich, nichts anderes. Sie schütteln den Kopf, aber ich will darauf hinaus, es wäre was anderes für mich, diese Empfindung, die ist doch da, irgendwann muss ich doch mal auch sagen, für mich hier, wenn Sie sagen, das ist meine eigene Position vertreten, wäre es dann nicht mal angebracht, dann zu sagen, so und so, und meine Position ist die und die. Es gibt da einen sehr provokativen Satz, wer argumentiert, verliert. Sie können kein Gespräch gewinnen, wenn Ihr Gesprächspartner gar kein Interesse hat. Dann können Ihre Argumente noch so gut sein, wenn der andere nicht hören will. Was können Sie sich dafür kaufen? An unserem banalen Beispiel der Bedienung. Vielleicht hat sie 4 ausgezeichnete Erklärungen, warum was schiefgelaufen ist, für die sie alle nichts kann. Dann hat sie das alles erklärt. Der Gast wird trotzdem nicht sich entschuldigen und sagen, ach so war das. Nee, dann kriegen Sie jetzt ein ordentliches Trinkgeld, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Abend. Nein, den Gast interessiert es gar nicht. Er will die Erklärung gar nicht haben. Das haben Sie jetzt sehr schön erläutert. Also, das bedarf einer gewissen Einschätzung meinerseits als Verkäufer oder jemand, der mit Kunden zu tun hat, jetzt in dem Falle die Bedienung in einem Restaurant, dass ich sage, das bringt gar nichts. Ich würde dem jetzt gerne sagen, hier, also hören Sie mal, wir haben aber einen ziemlich miesen Tag heute offenbar. Eben vor mir ist vorausgeschickt auch diese Wertschätzung und ich halte mich dann insofern zurück, weil ich weiß, wie Sie sagen, wer argumentiert, verliert. Jede Erklärung geht ins Leere und ist sowieso, wäre jetzt in so einer Situation sowieso hinfällig. Wenn Sie jetzt gerade noch sagen,
Sie schauen auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gesprochen, ja. Vielleicht, wenn Sie jetzt gerade noch sagen, wie schwierig ist das, da zu sagen, sich da zurückzuhalten? Ich kann mir vorstellen, dass das, diese Haltung einzunehmen, verdammt schwierig ist. Das ist eine Frage der Haltung und diese Haltung kann man leben. Und je häufiger man Erfahrung macht, dass diese wertschätzende Art auch dazu führt, dass man wieder lernt, die Situation zu handhaben, Herr der Situation zu bleiben. Die Bedienung war Herr der Situation. Dann komme ich in ein sehr viel selbstbewussteres Fahrwasser. Ich bringe Ihnen ein abstoßend dramatisches Beispiel. Das ist eine meiner Studentinnen passiert. Sie berichtete davon im Seminar, dass sie 2 Tage vorher im Anlagenpark überfallen wurde, von hinten zu Boden geworfen und vergewaltigt werden sollte. Und sie hat in dem Moment siedend heiß überlegt, dass sie mit Wehren, sie ist eine kleingewachsene junge Frau, wenig Erfolg hat. Und als sie zu Atem kam, brachte sie es fertig, auch wenn es jetzt vielleicht etwas deftig ist. Sie hat zu dem Vergewaltiger, der sich schon auf sie stürzte, gesagt, okay, du willst jetzt ficken. Das können wir auch in der Wärme tun. Und in dem Moment hat er gesagt, wo? Bei mir zu Hause. Also gut. Und alle im Seminar sagten, wie, und den hast du noch mit nach Hause genommen? Sie hat gesagt, nein, ich habe in dem Moment so weit gar nicht gedacht, was ich mache. Aber eins war mir klar, erstmal müssen wir durch den Bahnhof gehen. Und ehe es zum Bahnhof ging, wurde es ja hell, wäre der Mann plötzlich verschwunden. Und das ist der Punkt. Sie hat sich selber ernst genommen. Sie sagte, ich hatte nicht die Absicht, ihn mit in meine Studentenbude zu nehmen. Aber irgendetwas wäre mir auf dem Weg schon eingefallen. Und das ist der Punkt. Vielleicht ein sehr deftiges Beispiel. Aber sie hatte die Haltung, ich kann mir selbst nur helfen, wenn ich mich ernst nehme und den anderen. Ein dramatisches Beispiel zum Schluss. Nein, ich finde das ein hervorragendes Beispiel. Weil doch sehr, weil es auch klar macht, dass die Welt ist eben nicht immer nett und es ist ja kein Trick in dem Sinne, sondern es beschreibt die Situation, ja, und wenn die Situation noch so unangenehm ist, aber da muss man erstmal drauf kommen, ja, also dann so klar zu sein, und das ist eben, ja, da ist die Schwierigkeit eben da, diese Wertschätzung, ja, gegenüber einem Verbrecher auch, oder? Auch gegen einen Kriminellen. Ja, hat man ja, ich meine, wenn ich jetzt ein Therapeut bin, einen Kriminellen habe, ja, genau das Gleiche. Da ist aber diese persönliche Betroffenheit natürlich nicht vorhanden. Da kann ich leicht sagen, ja, oder nicht in dem Maße natürlich, wenn ich nicht selbst Opfer bin. Aber es ist ein sehr gutes, insofern finde ich das gut, weil eben diese persönliche Betroffenheit da sehr klar zum Ausdruck kommt. Vielleicht, vielleicht noch zum Schluss noch 1-2 Fragen vielleicht, noch wenn Sie einverstanden sind. Aber ja. Noch kurz. Nur kurz, okay, Sie müssen gleich weg. Wie würden Sie das insgesamt, ich meine, oder sagen wir, bleiben wir beim Unternehmen,
wertschätzende Gesprächsführung. Jetzt sagen wir mal, da steht ein großes Geschäft an und wir haben zum Beispiel ein Aktienunternehmen, da sind Eigner, das sind Aktionäre, das ist ein Aufsichtsrat, und Sie als Vorstandsvorsitzender sagen, nee, mir ist alles schon unterschrieben, so dieser Vertrag beim Autokauf mit dem Bürgermeister, der da zerrissen wird. Wenn Sie mal, vielleicht können wir da gerade nochmal das anreißen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass so eine Entscheidung dann zu verargumentieren, ja. Und gegenüber mich, ich meine, wenn es für mir klar ist, ist ja schön und gut, dass selbst wenn es der Autoverkäufer ist, der hat den Chef, der kriegt das mit, und der, wenn wir es nur mal kleiner eben beim Autoverkäufer lassen, ja, ich will nur, vielleicht können Sie da was zu sagen, wie verargumentiere ich das jetzt meinem Chef oder meinem Abteilungsleiter, meinem Geschäftsbereichsleiter, meinem Unternehmenschef, den Eignern. Es kommt erstmal darauf an, Sie sagen verargumentieren. Will denn die andere Seite überhaupt im Moment Argumente hören? Also auch gleich wertschätzend. Das kann ich mir schenken. Wenn der andere, ich erinnere mich... Wer argumentiert, verliert. Ja, wir mussten einen Mitarbeiter entlassen, die wurde hinzugerufen als Mediator. Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, können Sie sich ja vorstellen, wie teuer das wird, einen Abteilungsleiter zu entlassen. Mit 50. Aber er musste entlassen werden. Also es waren aus seiner Abteilung schon zu viele Kündigungen, seinetwegen. Und der Chef hat irgendwann erkannt, das wird zu teuer. Er hat ihm die Entlassungsgründe genannt oder die Entlassung mitgeteilt, und dann sagte er, ja, aber warum ich? Jetzt hat der Vorgesetzte etwas Wichtiges, hat mir vorher geübt, gesagt, Sie möchten gern, dass ich Ihnen das erkläre. Mehr nicht. Er hat das Warum umformuliert in, Sie möchten gern eine Erklärung. Und jetzt kam das Wundersame. Der zu kündigende Mitarbeiter denkt kurz nach und sagt, nee, ändern tut es ja doch nichts. Und da sagte der Chef sehr richtig, ja, ändern tut das nichts. Ich kann es erklären, aber die Erklärung ändert nicht die Kündigung in eine Nichtkündigung. Mhm. Daraufhin hat der Mitarbeiter gesagt, dann will ich es auch nicht wissen. Das war für mich ein sehr denkwürdiges Beispiel, sehr extrem. Menschen wollen oftmals gar keine Erklärung haben. Also ihr Satz verargumentieren hilft nur, wenn der andere überhaupt fragt, erklär es mir. Das ist aber ganz selten. Das ist auch ein wunderbarer Schluss. Genau. Wunderbar. Also, ja. Vielen Dank, Herr Weißbach.